Ja, willkommen zu einer neuen Folge hier in der City Gardening Academy, auch wieder zum Thema Winterschutz. Das läuft ja momentan unsere Winterschutzserie und es wird nachts teilweise schon richtig kühl, also teilweise schon 8 Grad hatten wir. So langsam müssen wir uns auch Gedanken machen, dass wir in den Gewächshäusern unsere Pflanzen halt ein bisschen schützen. Und darum geht es halt in dieser heutigen Folge, wie wir das machen. Ja, habe ich schon mal eine Gasheizung in der Hand hier, die neueste, die wir haben, den Eco-Piloten. Den werden wir heute mal ein bisschen näher betrachten, denke ich. Ne? Ja. Und dazu haben wir uns auch einen Spezialisten in unserem Haus eingeladen, den Thomas. Der kennt sich also bei Gasheizungen bei uns sehr, sehr gut aus. Betreut die Kunden auch und der wird uns da, denke ich mal, einige Tipps und Tricks und zeigen, wie man das Ganze in den Gewächshäusern gut anbringen kann und halt eben da auch gut im Winter kommt, damit die Pflanzen auch im Frühjahr wieder gut aussehen und in voller Pracht stehen. Jetzt haben wir hier die Gasheizung, den Eco-Pilot. Der ist ja neu bei uns im Sortiment. Ich sehe jetzt hier schon den Unterschied. Der hat den Gaszulaufknopf und den Zündknopf. Das ist schon mal ein Unterschied hier auf der Seite und auf der anderen Seite angebracht. Da kann man hier schön von beiden Seiten dann arbeiten mit den Händen. Bei dem anderen war das immer so ein bisschen fummelig. Und hier bei dem finde ich das eine bessere Lösung. Und dann, Thomas, wie viel Watt hat der hier? Ja, der Eco-Pilot hat 4200 Watt Heizleistung. Mhm. Gibt es da irgendwas? Großer Unterschied zu den anderen, die wir haben im Shop? Ja, bei dem großen Frosty 45 war der Brenner geteilt. Mhm. Das ist ein einreihiger Brenner, brennt also gleichmäßig, also ist sehr gelungen. Und vor allen Dingen der Eco-Pilot, man kann davon ausgehen, dass Minimum die Hälfte, nicht sogar zwei Drittel an Gasverbrauch von der Pilotflamme eingespart werden. Mhm. Ja, das hört sich doch mal ganz gut an. Ja, ich denke mal, für das Gewächshaus hier wird der optimal sein. Der ist optimal von der Größe her, da ja sowieso auch Thermostat gesteuert ist, gleicht das alles aus. Also nach erreichter Temperatur schaltet er entsprechend ab. Also es ist auch kein Mehrverbrauch dadurch zu befürchten. Ja. Wir haben hier noch eine Tragetasche, die mit dem Lieferumfang enthalten ist. Am Ende der Saison wird praktisch das Gerät abgeschlossen, hier reingesetzt und entsprechend verschlossen, sodass eben keine kleinen Lebewesen wie Ameisen etc. hier eindringen können und Hinterlassenschaften hinterlassen, wo dann eben das Gerät nicht mehr funktioniert. Ja, das ist ja einfach, das ist schön dicht mit dem Reißverschluss. Genau. Und da kann man das hier wunderbar verstauen und da kommt auch nichts rein, kein Staub, keine Ameisen, keine Spinnen, nichts. Wir haben hier einen schönen Reißverschluss eben, sodass man gut damit arbeiten kann, kann das Gerät gut einsetzen und auch dann entsprechend verschließen. Auch hier halt wieder die Füße, die haben wir hier schon dran montiert. Und den stelle ich jetzt einfach hier auf die Bodenplatten im Hintergrund. Kann man dann natürlich auch verschrauben, damit das einen festen Stand hat. Oder auf eine Holzplatte, die ein bisschen größer ist, damit er halt einfach nicht irgendwie umkippelt, falls man mal irgendwie dagegen kommt. Obwohl er ja auch schon so ziemlich sicher steht. Mhm. Genau. Aber so ist halt die Sicherheit nochmal optimal gewährleistet. Ja, dann wollen wir den erstmal anschließen. Ne? Genau. So, jetzt habe ich natürlich hier den mitgelieferten, den brauche ich in diesem Fall nicht, weil wir haben hier eine Gasanlage in der City Gardening Academy. Das heißt, wir haben draußen einen großen Gastank. Den habe ich jetzt einfach hier dran geschlossen und da brauchen wir auch den Druckbinder, Thomas, nehme ich an, den brauche ich jetzt hier den auch nicht. Den brauchen wir in dem Fall nicht, weil das entsprechend über die Anlage versorgt wird. Genau, also den kann ich jetzt... Der wird nur bei einer Gasflasche benötigt. Ja, dann schließe ich das Ganze jetzt hier mal an. Ist ja ein Linksgewinde, muss man immer gucken, dass man in die richtige Richtung dann dreht. Und dann handfest oder muss ich das richtig anziehen? Handfest, so ganz locker mit dem Schlüssel. Leicht nachziehen, dass es fest ist. Ja. Man mit Gefühl, genau. Dann kontrolliere ich das hier auch gleich nochmal. So. Was jetzt ganz wichtig ist, dass wir eine Dichtheitsprüfung vornehmen über die Verbindungen, die wir hergestellt haben. Mhm. Ja, dann drehe ich erstmal das Gas auf, oder? Ja, korrekt. Jetzt muss ich eine gewisse Zeit warten, bis sich das Gas durch die Leitung bis hierher. Dann musst du aber auch den Gasfreigabeknopf drücken, weil sonst kommt es ja nicht durch. Ah ja. So, 20 Sekunden ungefähr. Jetzt strömt das Gas praktisch durch den Schlauch und drückt die Luft, die jetzt im Schlauch sich noch befindet, raus, damit ein brennbares Gemisch oben beim Eco-Pilot ankommt.
So, ich denke mal, das reicht jetzt erstmal. Ja, jetzt können wir mal zünden. Ach so. Dann hier erstmal die Dichtersprüfung. Erstmal prüfen hier. Genau. Ob jetzt irgendwo was aussieht. Genau. Da gibt es ja extra so ein Leckspray. Beziehungsweise. Wenn man das nicht zur Hand hat. Kann man ein bisschen Seifenwasser mit. Also Seife mit Wasser vermischen. Genau, Seifenschaum nehmen. Das habe ich jetzt hier mal gemacht und sprühe das dann hier einfach. Und jetzt würde man eigentlich erkennen, wenn jetzt hier tatsächlich Gas austreten würde, dann würden sich so kleine Luftblasen bilden. Weil da ist das ja hauptsächlich. Also entweder am Gewinde. Ja, genau. Oder hier, vorne. Genau. Dann würden sich Blasen bilden beim Leckspray, sodass man dann sehen kann, dass was nicht dicht ist. Aber hier bildet sich jetzt in dem Fall nichts. Die Verbindung ist dicht. Das ist schon mal gut. Und jetzt können wir auch das Ganze zünden. So. Halte ich hier noch mal ein paar Sekunden. So, und jetzt kann man hier sehen, die kleine Flamme. Das Filmtechnisch jetzt so machbar ist. Da sieht man eine ganz kleine Zündflamme. Und wenn ich jetzt hier höher gehe, der Stufe, dann zündet das Ding. So, jetzt stelle ich das Ding hier einfach auf die Platten drauf. Jetzt hier in Abstand zu der Wand von ungefähr einem halben Meter. Ich könnte das aber jetzt auch noch dichter dran stellen, oder? Wenn ja, halber Meter ist eigentlich maximal 30, 40 Zentimeter. Also näher wie 40 Zentimeter würde ich nicht herangehen an Doppelstegplatten. Ja, in dem Fall, ich habe jetzt hier noch die Pflanze, deswegen denke ich mal, der Abstand hier ist optimal so. Das sieht gut aus, ja. Und dann, wie gesagt, wenn man das jetzt den Standpunkt ausgewählt hat, am besten dann befestigen mit Schrauben, damit es auch wirklich nicht umkippt. Und von der Temperatur her oder von der Stufe her, ich will ja jetzt, es ist ja nachts, sag ich mal, schon relativ kalt, wir haben 7, 8 Grad teilweise Nacht und ich möchte ja hier im Gewächshaus jetzt so eine ungefähr schon so 10 Grad erreichen. Ja. Jetzt stelle ich das einfach, auf welche Stufe würde ich das stellen? Ich würde es mal mit der Einstellung 2 bis 3 versuchen, dass ungefähr 10 Grad rauskommen. Und ich denke, das kann man dann auch einfach mal probieren, oder wenn man dann guckt. Ja, und dann kann man auch mal mit dem zweiten Thermometer nochmal gegenregulieren, weil wir messen ja jetzt mit der Messsonde im Bodenbereich eigentlich, sodass man dann gegebenenfalls nochmal nachjustieren muss. So, wir haben natürlich zu dieser Gasheizung und auch zu allen anderen Gasheizungen, die wir anbieten, haben wir nochmal ein Video gemacht, beziehungsweise was aufgenommen, wo alle Informationen, also wo ihr alles findet an Informationen, was ihr so wissen müsst, wie die Dinger funktionieren, was für Leistungen die haben, was man beachten muss bei den Doppelstegplatten oder bei den Klarglas-Gewächshäusern und so weiter. Wenn euch das interessiert, dann das verlinkt man euch oben in der linken Ecke. Da, wie gesagt, da ist auch der Thomas wieder mit dabei und der erklärt alles ganz ausführlich, Verbrauch, was für Gas ihr dafür benutzen müsst und so weiter. Das könnt ihr da einfach mal draufklicken. Da habt ihr alle Informationen, auch zum Thema B- und Entlüftung. Und da haben wir uns hier einfach mal so einen Drainageschlauch besorgt. Auch das alles in diesem Video, wie das ausführlich funktioniert. Den werde ich jetzt einfach hier aus dem Gewächshaus versuchen rauszulegen. Da mache ich mal ein bisschen Platz. Weil das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Ihr habt ja so einen Durchmesser von 80 cm. So, Thomas, kannst du mal hier ein bisschen rausziehen? So, und hier werde ich dann einfach nochmal ein Fliegengitter davor kleben, halt damit, wie gesagt, nichts da rein oder raus, auf der anderen Seite auch. So, das kann man dann hinten wahrscheinlich draußen nochmal ein Stück ab einkürzen. Es muss ja nicht. Genau, es muss nicht so lang sein, richtig, es kommt hier nur auf die Funktionalität drauf an. Super. Wenn ihr jetzt natürlich ein
tieferes Fundament habt, dann wird es nicht mehr so flach sein, dann geht ihr einfach von oben nach unten durch und hinten wieder hoch und dann funktioniert das ganz genauso. Ja. So, das war es jetzt zu dieser Folge zum Thema Gasheizungen in den Gewächshäusern. Wir hatten ja den Thomas hier zu Gast, der sich damit super auskennt. Und ich verlinke euch nochmal, hatte ich vorhin schon mal angedeutet, aber oben links der Link zu den ganzen Details über die ganzen Gasheizungen, also technischen Informationen und so weiter und so fort. Könnt ihr da gerne draufklicken. Da habt ihr dann noch ganz viele Informationen dabei. Ich hoffe, wir hatten einiges dabei, was ihr interessant fandet, beziehungsweise konnten euch zeigen, wie das funktioniert. Und um auch alle Fragen zu beantworten, falls ihr doch noch Fragen habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht haben wir auch was vergessen zu besprechen oder wo wir jetzt nicht dran gedacht haben. Gerne alles in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, ich freue mich auf eine nächste Folge. Und immer dran denken, das Video zu liken, abonnieren, freut uns auch immer. Und die Glocke läuten. Und dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.